nicht, ich schaffe das nicht, das hilft die Kinder letztendlich nicht weiter. Und die brauchen einfach Tools, damit sie rauskommen eben aus diesem Strudel, damit sie wirklich ihre Potenziale preisgeben können und zeigen können. Und da ist für mich ja ganz wichtig, damit zu sagen, dass einfach nicht nur immer an den Kindern rumgeschraubt werden soll, sondern auch das Mindset von den Eltern spielt natürlich da eine ganz große Rolle, weil wenn die Eltern jetzt sagen oder fühlen oder spüren oder dem Kind zeigen, hey, ich traue dir das sowieso nicht zu, das merken die Kinder. Kurswechsel Kindheit. Dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalzel und Petra Rodenberg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kurswechsel Kindheit. Andrea und ich haben heute, finde ich, ein super spannendes Thema dabei. Es geht um das Thema Mindset und wie wir ja den Kindern helfen können, ein starkes Mindset zu entwickeln, das sie auch gut in die Zukunft trägt. Ja, dann starte doch ich einfach gleich mal mit dem Input zum Thema Mindset. Und ja, gerade bei mir in der Praxis ist es ganz, ganz häufig so, dass Kinder einfach ja einen kompletten Gedankenzwirrl haben. Das ist so ein bayerischer Ausdruck, sage ich jetzt einfach mal, weil ja dieser Gedankenzwirrl kann die Kinder wahnsinnig blockieren. Dieses falsche Mindset, so ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, das hilft die Kinder letztendlich nicht weiter. Und die brauchen einfach Tools, damit sie rauskommen eben aus diesem Strudel, damit sie wirklich ihre Potenziale preisgeben können und zeigen können. Und da ist für mich ja ganz wichtig, damit zu sagen, dass einfach nicht nur immer an den Kindern rumgeschraubt werden soll, sondern auch das Mindset von den Eltern spielt natürlich da eine ganz große Rolle, weil wenn die Eltern jetzt sagen, oder fühlen oder spüren oder dem Kind zeigen, hey, ich traue dir das sowieso nicht zu, das merken die Kinder. Die Kinder haben da ganz feine Antennen, oder? Petra, was sagst du? Absolut. Und ich glaube, das ist viel schlimmer ist das noch, wenn den Eltern das gar nicht bewusst ist. Dass wir unseren Kindern heute nicht mehr sagen, das ist ja, also du schaffst das nicht oder so, oder du hast zwei linke Hände, wie mein Vater das immer noch so gerne zu mir gemacht hat. Ich glaube, das ist heute schon ganz vielen klar. Aber was nicht so klar ist, ist, dass ja, dass wir ja heute wissen, dass wir auch das, was selbst in uns drin ist, also was bei den Eltern oder bei den Lehrern der Kinder eben auch und bei den Pädagogen und Therapeuten, die sie unterstützen, drin ist, dass wir selbst, wenn wir das nicht ausbringen, dass wir auch unser Unterbewusstsein letztendlich die Kinder beeinflusst. Und das ist das, was ich so faszinierend finde, auch an unserem ganzheitlichen Ansatz, dass wir da eben auch hingucken, dass wir nicht nur eben Affirmationen nehmen, zum Beispiel nicht, ich bin zu blöd für Mathe, ich bin ein Mathe-Genie. Das ist natürlich eine Möglichkeit, aber ich finde, viel wichtiger ist auch zu gucken, kann das Kind denn diesen Satz glauben? Denn wenn das Kind so einen positiven Satz ja gar nicht annehmen kann, beziehungsweise für sich gar nicht glauben kann, dann ist es natürlich schwierig, dass dieser Satz etwas bewirkt beim Kind. Ne? Dann ist es natürlich so, dass das Kind sich diesen Satz zwar immer wieder vorspricht, aber es passiert nichts. Das heißt, das Kind muss letztendlich aus seiner Umgebung zurückgespiegelt kriegen, du kannst es schaffen. Und das Kind muss auch irgendwann mal die Erfahrung machen, du kannst es schaffen. Und genau an diesen Punkten müssen wir ja ansetzen, wenn wir mit den Kindern arbeiten. Und hast du da auch vielleicht mal ein Beispiel aus der Praxis? Ja, also gerade bei den Eltern ist es ganz wichtig, mit den Eltern wirklich Gespräche zu führen und auch da mal wirklich so zu tasten, Mensch, was glauben denn die Eltern oder was halten denn die Eltern von ihrem Kind oder sehen die überhaupt diese vielen, vielen positiven Aspekte, was ihr Kind schon alles geschafft hat, wie genial das ihr Kind ist, wie toll das ihr Kind ist. Ist den Eltern das ja auch irgendwo überhaupt bewusst? Also da arbeiten wir zum Beispiel ganz, ganz viel bei uns in der Praxis eben, dass wir die Eltern darauf hinbewegen wollen, zu sehen, was ihr Kind schon alles Tolles geleistet hat, um so auch ihren Glauben an das Kind einfach ganz, ganz hoch zu halten und dadurch auch das Kind zu stärken und zu signalisieren, hey, du kannst alles schaffen, es ist alles möglich, wir schaffen das. Also, dass auch das Kind nicht unbedingt immer zwangsläufig alleine dasteht, ne? Dass das Kind das Vertrauen hat, hey, mein Fels in der Brandung, meine Eltern sind immer da für mich und die glauben an mich, die bestärken mich in dem, was ich kann. Und dann sage ich immer, dann kann man wirklich gemeinsam wirklich Berge versetzen. Also dann ist einfach unglaublich viel möglich und das bestärkt sowohl die Eltern wie auch die Kinder. Also das ist dann so eine Win-Win-Situation, glaube ich, ja, für alle Beteiligten.
Ja, ich glaube, das Gleiche sieht man auch eben in der Schule. Ich meine, natürlich ist das ganz, ganz schwer, wenn ich jetzt eine Klasse von 25 Kindern vor mir habe, da so nach jedem Einzelnen zu gucken. Aber es wäre natürlich schon prima, wenn das, wenn man mal selber sich so ein bisschen reflektieren kann, was denke ich denn über so ein Kind? Was ich in meinem Unterbewusstsein über das Kind denke, das spiegelt sich ja letztendlich wieder, auch wenn ich das gar nicht will. Und das Kind nimmt das unbewusst als Signal auf und kann das auch verinnerlichen. Und darum finde ich, möchte ich heute mal einen besonderen Tipp mitgeben, der mir so ganz wichtig ist. Wenn man so das Gefühl hat, so ein Kind kommt nicht weiter oder hängt in so einer negativen Spirale fest, dass man sich mal 5 Minuten Zeit nimmt und sich selber reflektiert, also selber mal für sich überlegt, wie denke ich denn jetzt über das Kind? Wie denke ich denn über die Situation? Wie schätze ich die ein? Denn das, was ich so ganz unbewusst, denn häufig denken wir ja auch viele Gedanken so, ganz unbewusst machen und haben auch nicht immer die Zeit darüber. Aber gerade wenn wir feststellen, da ist irgendwas, wenn wir uns diese Zeit mal nehmen und das ein paar Minuten reflektieren, das ist unheimlich wichtig. Ja, ungemein. Also das bestärkt die Kinder und das ist einfach ja richtig cool. Und diese paar Sekunden oder diese paar Minuten, das verdoppelt sich und verdreifacht sich in dem, was dann letztendlich hinten rauskommt. Also das ist wirklich richtig cool und prima. Ja. Ich mache das halt immer so, dass ich mir wirklich aufschreibe, welches Kind ich dann so vor Augen habe für mich, ne? Und dass ich dann gucke, okay, an welchem Problem knackt das Kind und mir dann so überlege, okay, wie ist denn mein Gedanke jetzt eigentlich zu dem Thema? Was ist denn da so wirklich ganz bewusst bei mir da? Also, dass ich mir nicht nur nachdenke, sondern es wirklich auch aufschreibe. Und ich denke, das können auch Eltern mal tun, sich einfach mal 5 Minuten hinsetzen und überlegen, wie ist denn wirklich ihr Gedanke? Haben sie selber vielleicht auch Angst, dass die nächste Klassenarbeit vom Kind verhauen wird und machen deshalb vielleicht noch ein bisschen mehr Druck und spiegeln deswegen dem Kind wieder, ich traue dir eigentlich gar nicht zu, dass du das schaffst, obwohl sie dem Kind natürlich sagen, du schaffst das, du kannst das. Hast du solche Erfahrungen auch schon gemacht? Ja, also wenn ich ganz ehrlich bin, ja, bei meinen eigenen Kindern. Ich habe ja selber eben auch Zwillinge und da kriege ich natürlich auch sehr, sehr viel mit. Und da war es wirklich so, mein Kind hasst Mathe, also das ist auch so ein Mindset von ihm. Und da war es wirklich so, dass uns da eine Lehrerin so genial geholfen hat. Die hat ihm so viel zugetraut, die hat ihm so viel zugesprochen und sie hat das auch wirklich authentisch rübergebracht. Ne? Also die hat mich bestärkt in dem Ganzen, die hat das Kind bestärkt und das war einfach authentisch, was sie gemacht hat. Ne? Also nicht einfach irgendwie aufgesetzt, so mal, ich sage mal den Satz, du schaffst es schon, sondern wirklich mit ganz, ganz tollen Kommentaren, mit liebevollen Worten, mit tollen Gestiken, wirklich mein Sohnemann da wirklich die Kraft geben, diese Herausforderung Mathematik wirklich anzunehmen und sich da durchzuboxen. Und das war einfach genial. Also er spricht nach wie vor noch ganz, ganz viel davon, wie gut das ihm diese Lehrerin wirklich getan hat. Es war grandios. Ja, und da hat sie genau eine Sache gemacht, denke ich, die auch ganz wichtig ist für das Mindset, die wir oft vergessen. Die Kinder müssen nicht nur daran denken, dass sie es schaffen können, sie müssen daran glauben, dass sie es schaffen können. Und diesen Glauben gewinnen sie natürlich dadurch, dass sie auch Erfolge erleben. Das heißt also, wenn ich einen wirklichen negativen Glaubenssatz habe, dann kann ich den nicht nur durch einen positiven Glaubenssatz so ersetzen. Da muss ich einmal dem Kind widerspiegeln, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben, von der Lehrerin, von den Eltern, dass ich auch im Inneren wirklich daran glaube und auch davon überzeugt bin, dass das Kind es schaffen kann. Und auf der anderen Seite muss ich dem Kind natürlich auch die Möglichkeit geben, mal die Erfahrung zu machen, dass es was schaffen kann. Das heißt, also ich muss in Mathe solche Aufgaben kreieren, die auf dem Level sind, wo das Kind gerade ist, dass das Kind feststellt, okay, es gibt in Mathe etwas, das kann ich. Und es gibt ein Mathe-Problem, das kann ich bewältigen. Und das kann es natürlich auch beim Schreiben oder beim Lesen oder bei irgendwelchen anderen Dingen sein. Also das Kind muss die Erfahrung machen, es gibt eine Schwierigkeit. Ich gehe diese Schwierigkeit an und dann habe ich Erfolg. Wenn das gemacht ist, dann ist das natürlich auch ein Grundstein. Das heißt also, um Mindset zu verändern, brauche ich auf der einen Seite natürlich einen positiven Satz, wo will ich hin? Ich brauche eine Umgebung, die das widerspiegelt und ich brauche aber auch die Erfahrung, also etwas, was ich anfassen kann, in Anführungsstrichen. Das heißt also, das ist auch das, was wir unter dem Thema ganzheitlich verstehen. Ich arbeite eben auf allen Kanälen mit dem Kind. Genau, wir haben das damals zum Beispiel so gemacht, wo das erste Erfolgserlebnis dann wirklich da war. Ne? Also eben durch einen Test ist das dann bestätigt worden, seine Anstrengungen. Und das haben wir dann wirklich auch kopiert, diese Probe, diese Note. Und das ist dann in den Bilderrahmen reingekommen und wir haben da wirklich eine Party gefeiert. Ne? Also wir haben uns da richtig, richtig gefreut. Ne? Also wirklich auch diese Authentizität wieder rüberzubringen, so richtig dabei zu sein und sich richtig freuen und nicht nur sagen, oh wow, das hast toll gemacht, sondern also wir haben uns da richtig gefreut drüber.
Und das hat uns wirklich so in einen Flow versetzt. Also das ist dann auf einmal gewuppt, ne? Also weil klar, dieses Gefühl, wo dadurch hervorgerufen worden ist, das beflügelt einen irrsinnig. Und sowohl mir als Eltern, also als Mutter hat es irrsinnig gut getan und mein Sohn natürlich umso mehr. Und dann habe ich natürlich entsprechend auch wieder die Motivation gesteigert. Und ja, das ist eben auch dieses ganzheitliche Denken, wo wir haben letztendlich beeinflusst das eine das andere. Und so kann ich da wirklich einen Ball ins Laufen, ins Rollen bringen, dass das Ganze dann flutscht. Ne? Also genauso gut kann es aber natürlich auch nach hinten losgehen. Aber unsere Aufgabe oder unsere Philosophie ist einfach wirklich an verschiedene Baustellen das zu sehen. Und genau deswegen ist eben auch das Thema Mindset, wo wir heute drüber reden oder gesprochen haben, ganz, ganz wichtig bei dem Ganzen, ne, Petra? Ja, genau. Und du hast jetzt gerade nochmal einen super Punkt gebracht, den wir, denke ich, auch nicht vernachlässigen dürfen. Das ist das Reflektieren und darüber nachzudenken, was habe ich denn schon geschafft, ne? Diesen Erfolg auch wirklich wahrzunehmen. Denn wir erleben ja oft bei Kindern, die in dieser schwierigen Situation stecken, dass die einfach so diese Einstellung haben, wo wir schon wieder beim Mindset sind. Wenn ich es gut gemacht habe, habe ich Glück gehabt. Und wenn ich es schlecht gemacht habe, dann habe ich Pech gehabt. Und das heißt, ich kann es nicht beeinflussen. Ich bin nicht im Fahrersitz des Ganzen, was ich machen will. Und da ist es eben auch immer wichtig, diese Reflexion hinterher zu fahren. Mensch, ich habe es gut gemacht, weil ich habe eben diese Übung gemacht, ich habe mich so vorbereitet und das hat mir einen Vorteil gebracht. Ich bin nicht abhängig davon, was irgendein Lehrer oder sonst wer macht, sondern ich kann das für mich selber beeinflussen, ein Stückchen weit zumindest, wo ich hinkomme. Und das eben, wie du das auch gemacht hast, dass dann eben das im Prinzip dieses ausgedruckt hast und angeguckt hast, dass ihr wirklich geguckt habt und darüber nachgedacht habt, jo, der Erfolg, der ist auch auf meiner Arbeit erwachsen und ich kann da was bewirken. Oder aber eben, wenn was schiefgelaufen ist, warum ist es denn schiefgelaufen? Denn auch daraus kann ich dann lernen und kann letztendlich wieder einen positiven den Mindset beeinflussen, also feststellen, ich habe es selber in der Hand. Ich habe die Möglichkeit, etwas zu verändern. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir unseren Kindern diese vier Dinge mitgeben, eben, dass sie eben diesen negativen Satz in etwas Positives umwandeln, dass sie auch dann natürlich von uns bestärkt werden, indem wir positiv über das Denken und auch unser Mindset richtig stärken, indem wir ihnen Erfolge vermitteln und indem wir diese Erfolge natürlich auch reflektieren. Und wenn eben mal ein Misserfolg dabei war, auch den reflektieren. Ganz genau. Na, also gerade aus den Fehlern lernen, na, da kommt ja auch noch eine weitere Podcast-Folge demnächst, weil Fehler sind einfach echt cool. Also hört sich zwar crazy an, aber ist eigentlich im Grunde genommen wirklich so und das ist total wichtig. Deswegen gibt es da extra Podcast-Folge. Und ja, wenn dir unser Podcast heute gefallen hat, wenn du Bock drauf hast, weiter tolle Tools, Inspirationen zu diesen Themen dir zu holen, dann abonnier gerne unseren Podcast. Wir freuen uns auf dich. Also, mach's gut. Tschüss. Tschüss.